Hallo, heute mal wieder ein Spielvideo und ich habe am Mittwoch mit dem Philipp Dings aus dem Forum zusammengespielt im Multiplayer und da hat er verschiedene Fragen gestellt und dabei ist ihm so, hat sich eben herausgestellt, dass doch viele Sachen von meinem Mod eigentlich unklar sind und dass ich da vielleicht nochmal am Anfang ein paar Sachen erklären sollte, um den Einstieg überhaupt etwas zu erleichtern. Weil man braucht ein paar Grundkomponenten, die eigentlich einfach herzustellen sind, aber wenn man die jetzt nie weiß, wo man die findet, dann ist das doch ein bisschen schwieriger. Der einfachste Weg, wenn ihr eine neue Karte startet, ist natürlich diese blauen Felder und diese grünen Felder. Die kann man ganz normal abbauen, sobald man die Möglichkeiten hat. Mit den Minern, mit den Mining Drills. Und dieses Rohmaterial, das muss erst noch zu Staub verarbeitet werden. Und für den Einstieg in den gesamten Mod reichen eigentlich zwei, drei Maschinen. Und zwar ist das der Crusher hier und diese Formpresse. Mit diesen startet, kann man starten und kann eigentlich dann darauf aufbauen und alles weitere erstellen. Und das will ich hier oben nochmal demonstrieren. Und dazu baue ich mir jetzt zwei Crusher. Einen für blau und einen für grün. Ihr seht, die sind noch relativ billig in der Herstellung. Und dann braucht man ein paar Formpressen. Nehme ich auch mal, na, machen wir mal vier. Und dann geht das auch schon los. Man setzt sich also irgendwo hin, wo man denkt oder so, wo man da seine Produktion bauen möchte. Ich habe das ja drüben alles mal so gemacht, aber wir machen das trotzdem noch mal neu. Rein, um eine andere Kette aufzubauen. Ein Rezept, ne? Immer wenn man eine Maschine von mir setzt, sind die Rezepte ja ausgeblendet und nur die gültigen eingeblendet. Also es ist manchmal auch einfach eine Sache des Experimentierens oder herausfinden, was eigentlich die Maschine braucht. Man baut die, setzt die hin und schon hat man, sieht man eben was da möglich ist oder was man damit bauen kann. Und hier seht ihr, Wassereingang wird noch gebraucht. Und das nehmen wir uns jetzt einfach mal von der Pumpe hier weg. Das ist ein bisschen späterer Spielstand, deshalb habe ich hier schon ein bisschen mehr Zeug, aber das erleichtert mir ja die Sache auch, euch das nochmal ein bisschen besser zu zeigen. So. Bisschen Strom natürlich, klar. Und schon geht das los. Es entsteht dieser Staub. Aus diesem Staub kann man die blauen Ringe machen. Das baue ich jetzt mal so auf. So. Und die Mitte. Und in der Mitte machen wir mal einen Assembly. Das ist mehr, also auch eine einfache. Wenn ihr anfangt, habt ihr nur die ganz einfachen. Stelle ich mal hier so in die Mitte. Und die Formpressmaschine, die macht die erste Stufe von diesen gepressten Stoffen aus dem Staub. Ne? Deshalb geht Staub rein, kommen die gepressten Hülsen, sag ich mal, raus. Reicht auch ein simpler Arm, der das macht. Und hier ist das genauso. Das sind Zwischenprodukte oder Halbzeuge der Stufe 1, wenn man das so sagen will, die für bestimmte Sachen, gerade die blauen, für andere Sachen wiederverwendet werden. Deshalb ist es da eine gute Idee, sich da ein paar von denen rausnehmen zu lassen. In dieser Art eventuell. Also wie man das dann baut, ist immer ja Geschmackssache. Und das ist jetzt natürlich nicht das schönste Bauwerk, was ich hier zusammen baue.
So, und da sind wir schon eigentlich ziemlich weit, denn wenn man sich jetzt ein paar spätere Rezepte anguckt, sieht man, hier werden die blauen Dinger verbraucht, hier dann blaue Blöcke bei den Rezepten und das orangene Zeugs. Und für das Orangene habe ich jetzt nämlich genau das dazwischen gesetzt. Das ist ja die normale Assembly und aus jeweils 10 von den Stoffen wird dieser lila Staub. Und deshalb machen wir das mal so hier und gucken mal, ob wir da was abkriegen. Genau. Ne? Die Krascher arbeiten schön, zerlegen das und Staub kommt hier rein. Zuerst das ein bisschen beschleunigen, da drehe ich die mal kurz weg. Kann man ja alles machen, so dass wirklich das jetzt gefüllt wird. Und aus diesen lassen sich zwei Sachen herstellen aus dem Staub. Das sieht man natürlich so als Rezept nie. Das ist einmal wieder über die Formpressmaschine, wenn man das anklickt. Diese lilanen Blöcke, also das Unicomp UCA2, was man für viele Sachen braucht und am Anfang auch. Wenn man jetzt noch nicht beim Zimota-Restraktor angekommen ist, weil der ein bisschen komplizierter noch vom Bau her ist, ist das da eine relativ einfache und schnelle Sache, den am Anfang herzustellen. Ihr seht, ich verwende auch alles, das Anfangsmaterial, so dass es wirklich ruckzuck, also seid ihr ruckzuck im Spiel drinne und könnt auch, sag ich mal, ich will nicht sagen durchraschen, aber ziemlich schnell zu den Dingen kommen, wo es dann wirklich komplizierter und interessanter vielleicht noch ein bisschen wird. Genau, so. Hier geht die Kette natürlich auch genauso weiter. Also man nimmt die nächste Formpressmaschine und stellt aus denen dann die nächste Stufe gepresst her. Machen wir mal wieder so, damit es schöner aussieht. So. Und ihr seht wieder, wenn ich die Maschine anklicke, habe ich nur die gültigen Optionen, die ich hier in dieser Formpressmaschine herstellen will. Und in dem Fall sind das dann diese geladenen Chunks. Und ich tue mal hier so ein bisschen das so rein. Und hier drüben gilt dasselbe. Nächste Stufe, eigentlich, wie gesagt, ich finde es eine simple Sache. Man muss natürlich erstmal den Ansatzpunkt haben oder so ein bisschen sehen, wie das alles startet. So, hier stellen wir blau ein. Und damit haben wir eigentlich die ganzen wichtigsten Sachen, worauf alles Ausbau oder aufbaut, die Kernkomponenten erstellt. Halt, eins habe ich vergessen, natürlich habe ich das vergessen, und zwar dieses Orangene. Das ist deshalb, habe ich das ja hier überhaupt erst aufgebaut. So. Ach, kein schönes Bauwerk natürlich. Hier muss Staub rauskommen. Ja, wir haben jetzt die lilanen, wir haben hier in Kürze dann auch die blauen und wir haben diese, und aus diesen werden ja dann praktisch die Alien Fuel Cells hergestellt, mit denen dann auch die Zimota Restraktoren gekräftet werden können. Das seht ihr mal im Rezept. Ja, eine einfache Sache. Ihr braucht natürlich die Forschung vom Vanilla oder vom Basisspiel, dass ihr die Assembling Maschinen 2 herstellen könnt, aber ansonsten ist das dann eine Sache, die sich dann hintereinander weggeht. So, und wenn wir das haben, brauchen wir nur noch einen Ofen. Da reicht auch der Standardofen, entweder der oder der. Kann natürlich auch der bessere Ofen sein. Und jetzt muss ich mir mal irgendwo Steine holen hier in meinem. Ah ne, ich habe einen Ofen. Gut, nehme ich ja einen Ofen. Und warum jetzt dieser orangene Staub oder diese orangenen Blöcke?
Der Punkt ist, alles, was mit Elektrik zu tun hat, braucht dieses orangene oder lilane Zeugs. Die mechanischen Sachen sind alle auf blau ausgerichtet, also eine blaue Linie. Und alles, was mit Elektrik zu tun hat, braucht orange. Ne? So wie eine Art Kupferanteil und die komplexeren Dinge wie diese Advanced Machine Frames brauchen ein bisschen mehr und von allen beiden Sachen. Das ist der ganze Punkt daran und deshalb müssen wir natürlich auch etwas orange herstellen und das geht am einfachsten. Ich muss mal kurz wegreißen, damit das hier alles schön eine Reihe ergibt. So. So. Brauche ich natürlich noch etwas Brennstoff, den ich ja gar nicht sehe. Da müssen wir uns irgendwo welchen holen. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Verschwendung, aber kann man natürlich machen. Man kann auch so eine so eine Treibstoffzelle nehmen und dann brennt das. Und damit haben wir jetzt tatsächlich alle Grundkomponenten, mit denen es weitergeht. Wenn ihr, also mit Philipp zusammen, das hat eigentlich ziemlich gut geklappt, auch im Multiplayer, also von meiner Seite aus ja, möchte ich mich nochmal für die Einladung bedanken und wenn da jemand auch sagt, ja, ich soll mal in seiner Spielwelt mit gucken oder irgendwas zusammenbauen oder so, dann einfach eine private Nachricht, Message im Forum schreiben und dann gucke ich mir das an, was ihr da gebaut habt und kann dann eben doch eventuell Tipps dazu geben oder wie man das dann oder wie man da vielleicht ein optimaleres Setup zusammenbauen kann und möglichst auf oder komprimierten Raum oder komplizierter ist also kein Problem und ich denke auch nicht, dass ich da jetzt Tausende von Anfragen kriege, so dass das da eigentlich auch zeitlich problemlos machbar sein sollte. Tja, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen hier. Und ihr habt das als Beispiel Setup nochmal gesehen. Also ein Crusher, die Formpressmaschine und ein Ofen reicht zu, um komplett hier einzusteigen und alle Sachen herzustellen. Okay, dann viel Spaß beim Ausprobieren und Tüfteln. Tschüss.